Rote Rosen-Vorschau, 21. Oktober 2020. Ben macht sich Sorgen um seine schwangere Partnerin und will Tina jegliche Anstrengung abnehmen. Doch die ist schnell genervt von Bens überschwänglicher Fürsorge. Andreas gibt endlich klein bei. Dann findet Mona allerdings zwei verdächtige Kinokarten in seiner Jacke. Gunther verabschiedet sich aus dem Hotelgeschäft und Amelie ist endlich am Ziel. Doch Davids Entlassung steht bevor und der setzt alles daran, Amelie zu überführen. Rote Rosen-Vorschau, 22. Oktober 2020. Anton meldet sich auf einer Seite für Schwulkontakte an und bekommt direkt die ersten Nachrichten. Als Tina ihn darauf anspricht, verschlägt es ihm die Sprache. Mona ist wütend und vermutet, dass Andreas sie betrügt. Ein Gespräch zwischen ihm und Amelie befeuert ihren Verdacht. Carlas Single-Kochkurs ist ein voller Erfolg. Auch Merla ist begeistert und zeigt besonderes Interesse an einem anderen Teilnehmer.